Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Kalleberg von Kalle, den Ultramapping Man, ne? Ja. Seit langem mal wieder. Ja, es gab ja leichte Problems mit Netzteil und so. Aber jetzt geht's wieder, ne? Ich habe hier gesagt, ich brauche ein bisschen Zeit, um mein Videoprogramm wieder einigermaßen die Kante gefiltert zu bringen. Aber das klappt. So, ich habe eine Kartoffelernte-Mission angenommen, ne? Ja, wir müssten eigentlich Mais machen. Damit die Gürwal auch da die Ballen machen kann. Aber ich glaube, wir düngen das gleich erst. Aber jetzt fangen wir erstmal kurz hier an. Machen so ein paar Kartoffelkisten. Vielleicht bleibt ein bisschen was für uns über. Wir werden es sehen. Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden, ne? Mal gucken, ob er das später hier alleine machen kann. Ich glaube aber nicht. Also da müssen wir uns auch nichts vormachen. Ich glaube, wir haben jetzt schon ein Problem, dass wir das überhaupt hier vernünftig einigermaßen hinkriegen, ne? Ja, aber wie gesagt, wir machen das alles mit der Ruhe, ne? Kein Stress. Stress ist so, schon so immer genug im Leben. Dann brauchen wir das nicht so auch noch, ne? Oh, du Schickram, ich sehe auch so viel, wo ich hin vorne mich gar nicht. Ja. Der Nachbar wird nichts sagen. Wir müssen aus. Haben wir Fruchtzerstörung an? Sagt mal. Weil, obwohl, ist ja eine Mission, da ist das ja egal, ne? Wir müssen erstmal hier sehen, dass wir einmal rundum hier eben was wegkriegen. Sonst haben wir ein Problem, hier lang zu fahren. Fahren wir hier zwischen den Dämme. Dann kann das nachher laufen. Und wir müssten dann, wie gesagt, mal eben unser Mais düngen. Ich hoffe, hier bleiben ein paar Kartoffelkisten für uns über. Dass wir die später in unsere Direktvermarktung am Hof auch mal reinschmeißen können. Ne? So ist zumindest der Plan. Deswegen machen wir das jetzt hier. Ansonsten macht das hier nicht so viel Sinn, ne? Das ist mehr Arbeit wie alles andere, aber... Naja. So, dann was juckelt der schnell? Machst du da nichts raus, oder was? Junge, Junge, Junge. 14 km/h. Ist der Ruder nicht ausgelastet, oder was? Es ist natürlich nur zu sehen, dass wir hier irgendwie auch... irgendwie gedreht kriegen, ne? Ja, es ist halt ein Spiel, was willst du machen? Du musst auch mal so fahren. Anders geht's leider gerade nicht. Machen wir hier vorne erst ein bisschen was weg. Das ist halt der Vorteil, ne? In Real Life wird hier, glaube ich, so alles kaputt fahren, ne? Da ist das ja noch bescheidener. Aber wie gesagt, das ist immer noch ein Spiel, da kannst du auch ausnahmsweise mal so fahren, ne? Ich wüsste aber auch jetzt nicht. Ja, wahrscheinlich jetzt ein bisschen mehr Vorgewinde muss. Immer vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Und das wird es ja gar nicht gehen, ne? Guck mal, da ist noch nichts gesät. Da könnten wir, glaube ich, eben ausnahmsweise auf unsere Fläche drauffahren. Junge, ich fahre wie der letzte Jappel hier. Kriegen wir da ein bisschen was weg. Ja, nicht viel, aber immerhin ein bisschen, ne? Das Problem ist der Bunker an der Seite, ne? Wenn du da jetzt Schiete fährst, ne, bleibt ja alles stehen, das wollen wir nicht. Wir brauchen zwei rein, ne? Müsste so gehen. Guck mal. Das läuft aber schon mal einigermaßen, ne? Nagelt mich nicht fest, ob das jetzt hier perfekt läuft oder nicht. Zur Not kann das hinterher auch noch der Standardhelfer machen. Mir geht es primär um die Kartoffeln, die überbleiben. Ansonsten würde ich das gar nicht machen, weil es sich einfach nicht lohnt. Wir kriegen 4.000 Euro für die nicht mal. 3.900, da wird die Miete noch abgezogen. Ja, das, was überbleibt, ne? Werden wir sehen. Kein Plan und davon eine ganze Menge. Guck mal, hier kommen wir noch nicht einmal dran lang, ne? Hängt der Bunker noch im Weg. Komm, nee, wir fahren eben da hinten noch einmal dran lang. Aber so ein Bild wäre auch nicht schlecht, ne? Wenn wir uns das mal vornehmen zu machen.
Hier sind zwei Reihen, ne? Müssen ungefähr hier hin fahren. So müsste Platz passen, ne? Richtig? Perfekt. Zwei Dämme. Weil zwei Reihe, ne? So, quäl dich ein Berg hoch, mein kleiner grüner Freund. Was fahren wir eigentlich? 7,24? Wow. Das passt nicht zur Korte, liebes Spiel. 150 Pferdchen, hat der Kalle gesagt. Echt? 150 Pferdchen. Guck mal, ob das klappt. Ganz gut. Sehen wir zu, dass wir hinten jetzt kleine Sonnenbahn. Oh, jetzt sehe ich mein Dom gar nicht mehr. Da ist er. Ach du Schiete, wir sind sofort voll. Das passt ja gar nicht. So, halt mal eben hier an. Mach mein U. Irgendwie upladen, ne? So, wir hüpfen eben zum JCB. Rücken das Kissen im Stuhl gerade. Die wandern in letzter Zeit auch dahin, wo sie nicht hinwandern sollen, ne? Oh. Die Bude eben fix hintergehängt, ne? Stück noch zurückgeschoben. So, Abflug. Warum eulig? Ja, ich fahre ja auch nicht schnell. Aber so langsam kann ich das Gaspedal gar nicht durchdrücken. Oder in die Stellung halten, so langsam wie der fahren will, ne? So, dalle. Hier lang, ne? Und mit zweimal rum müssten wir aber gleich ganz gut. Ja, dass wir da hinten auch vernünftig lang fahren können, ne? Weil sonst ist das, nee, ist das nicht schön, weißt du? Ein bisschen Vorgewende brauchen wir. Vor allem mobsen wir eben hier so drunter. Guck mal, der Svenny, der sitzt da im Fan, lädt jetzt ab und der andere Svenny, der fährt in JCB und dann läuft das hier. Wo muss das gleich hin? 300.000 Euro sind wir im Minus, ne? Kühe. Läuft. 243. Gesundheit. 20%, okay. Das läuft. Wo kommt das denn nachher hin? Hier, dann bleibt nichts über. 3.755. Tante immer laden. Ja, das ist, glaube ich, mitten da in der Butonik, wo du nicht abkippen kannst. Nicht schön. Aber selten. Fahren wir den eben. Oh, der kann jetzt kurz hier stehen bleiben, ne? Junge, Junge. Wir brauchen eben Bild. Mach mal eben hat er aus fürs Bild. Druck. Danke. Junge, Junge, Junge. Mach mal eben runter, sonst kannst du das Moped ja nicht wieder anmachen. Ich brauch zwei Reihen. Also zwei Dämme. Müsste hier sein, ne? Das sind, glaube ich, drei. Wir müssen hier fahren. Nicht so einfach, ne? Du musst dich aber auch konzentrieren, dass du zack in den Dämmen bleibst, ne? Concentration pur, please. Let's have a look. Lübde laden, ne? Aber nicht so viel nach hinten gucken, ne? Weil. Bisschen hier aufpassen. So, ich glaube, jetzt müssen wir mal auch gleich an der Birke vorbeikommen. Das wäre nämlich ultra deliziös, ne? Da können wir nämlich vernünftig fahren. Oh, Mist, passen wir. Komm rum, mein kleiner Freund, und Kupferstiche. Nicht die Ulme mitnehmen, oder was das sein soll? Ist doch amerikanische Ulme, oder? Ich glaub wohl. Setzen wir hier wieder ein. Gehen wir Gas. Ja, da kommt aber auch ein Schlag zusammen, ne? Man denkt immer, man hat das Ding nicht unten, ne? Weil die ja länger brauchen, bis sie nachlaufen.
Der Kartoffelkiss. Entgeht. Wenn wir jetzt noch am JCB elegant vorbeigeschüsselt kommen, sind wir gut. Könnte nämlich ein kleines Problem geben. Oh, ich glaube, wir hängen gleich fest. Nee, könnte passen. Guck mal, guck mal. Was willst du mehr im Leben? Ja, 3,50, ne? Ist ja normal. Standardsprung. Nee. Läuft. Wir brauchen keine 3,50. Und so Arbeit hier. Ja, wie gesagt, wir müssen aber auch gleich eben noch unser Moped losschicken, dass wir da, wie heißt das, düngen, ne? Bevor wir dann ins Mais-Business starten. Ich weiß nicht, ob wir ein Fahrsilo setzen oder nicht. Ist so ein bisschen schäbig, ne? Sagen wir, wie es ist, da bei mir am Hof ein Silo zu platzieren. Wir können natürlich auch gucken, ob wir einen Fermenter da hinsetzen, aber... Weiß ich noch nicht so genau. Sagen wir, wie es ist. Müssen wir uns dann noch entscheiden, wenn wir Zeit haben. Ich hätte nur ganz gerne ein bisschen Dünger draufgeschmissen, ja. Aus dem ganz einfachen Grund. Damit wir auch ein bisschen Ertrag haben, weil die Fläche ist ja eh so lütt. So ein bisschen Ertrag willst du ja auch haben. Weit brauchen wir nicht mehr fahren. Booty ist voll. So, halt mal an. Das rötelt ja alle noch nach. Siehst du, Bunker ist nämlich schon wieder voll. Junge, Junge. Da fahren wir ein paar Mal. Entschuldigung. Endlich ist wieder Svenny-Wetter, ne? Entspannte 22 Grad. Nicht 12 Millionen. Ist schon mal viel, viel besser, ne? Ah, das müsste eigentlich, ja... Wird ein bisschen dauern, ne? Aber ist nicht so, dass wir jetzt sagen müssen... wir arbeiten uns hier zu Tode. Sind halt Kartoffelkiss, dessen muss man sich von Anfang an bewusst sein. Es dauert länger. Gehen die alle rein? Oder müssen wir schon wegfahren? Wir könnten schon mal für Tante Emma eine Markierung setzen, ne? Tante Emma ist doch hier mitten in Dörfli, ne? Markierung setzen. Ne, sind alle reingegangen. Komm mal, mach den Hobel aus. Der fährt viel noch eine Runde. War der nicht noch unten? Ja, geht nichts passieren. Boah, Schramm in Hänge. Aber ist ja auch nur von Nachbarn, ne? Du brauchst ja auch nicht so aufpassen, ne? Junge, Junge, die ziehen uns bestimmt 500 Euro ab, weil wir da gerade seinen Wagen reingemacht haben. Ja, ist wohl so. Schickern. Was willst du machen? Nicht. Steht der komplett schief oder bin ich besoffen? Entschuldigung, mach mal eben nochmal hier. Das sieht so schief aus. Ja, liegt vor dem Bogen, ne? Ich hab nichts gesehen. Sah so komisch aus. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bisher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Bin ich ja ganz ehrlich. Wenn es euch gefallen hat und ihr wollt nichts mehr verpassen,
Dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.